Ja, herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser des Ostholsteiner Anzeigers, hier in unserer Praxis in Eutin in der Johann-Specht-Straße. Meine Praxis, die ich Ihnen heute zeigen möchte, ist dadurch geprägt, dass wir seit 20 Jahren Zahnmedizin in Eutin betreiben und immer wieder mit unseren Fortbildungen, mit unserem neuen Wissen auch die Räumlichkeiten verändert haben als äußeres Symbol unseres Fortschrittes. Diese Praxis hier nun symbolisiert unseren momentanen Wissensstand und denke ich auch ganz gut, wo wir in die Zukunft noch hingehen werden. Ein Verständnis für den Menschen zu entwickeln ist uns besonders wichtig, aber es heißt eben halt auch, altes, tradiertes Wissen zum Teil über Bord zu werfen, ganz altes Wissen der Griechen zum Teil wieder hochzuholen, es in seinen Behandlungsablauf zu integrieren, gepaart mit dem neuen technischen Wissen unserer heutigen Zeit. Ja, was erwartet Sie, wenn Sie in unsere Praxis kommen? Ich denke, erstmal erwartet Sie ein schönes Ambiente. Als zweites werden Sie viele Fragen an uns haben, aber bitte erschrecken Sie nicht, auch wir werden sehr viele Fragen an Sie haben. Wir müssen viel über Sie erfahren, um Sie individuell gut versorgen, gut beraten zu können, was an erster Stelle für uns steht. Das persönliche Gespräch, die persönliche, individuelle Anamnese ist uns einfach sehr wichtig. Viele Menschen haben ähnliche Symptome und doch ganz andere Ursachen, die dahinter stecken. Wir haben uns im Laufe der Jahre klar herauskristallisiert, was unsere Stärken sind. Wir haben für uns entschieden, wie wir Zahnmedizin betreiben wollen. Und damit haben wir einmal die normale Zahnmedizin, die jeder Zahnarzt kann, natürlich auch in unserem Programm. Allerdings haben wir uns natürlich Schwerpunkte gesetzt. Einer der Schwerpunkte ist die Behandlung von Kiefergelenkpatienten. Wir haben uns darauf spezialisiert durch die Parodontologie, gestützt auf unser sehr gutes Prophylaxesystem, die Zähne für die Menschen zu erhalten und auch manchmal nach universitären Richtlinien nicht erhaltungswürdige Zähne doch mit dem Patienten versuchen zu erhalten. Ein weiterer Baustein aber fängt noch früher an. Das ist unsere Kinderzahnmedizin. Hier bin ich froh, in Frau Dr. Bauchs eine wunderbare Kollegin an meiner Seite zu wissen, die sich liebevoll als Selbstmutter dreier Kinder um unsere kleinen Patienten schon kümmert, damit möglichst eine Angst gar nicht erst aufgebaut wird. Richtige Therapie im Kindesalter bedeutet auch Kostenminimierung im Alter. Medizin ist keine Hexerei, Medizin geht nicht über Nacht, sondern sie braucht einfach Zeit. Diese Zeit nehmen wir uns gerne für Sie. Diese Zeit geben wir Ihnen sehr gerne und würden uns immer freuen, wenn Sie mit uns zufrieden sind und das zum Ausdruck bringen.